Heute möchte ich mit euch über ein Phänomen sprechen, was ich seit einer kleinen Weile verfolge. Für mich ist der Song, den ich euch gleich zeigen werde, der respektloseste Song, den ich je in meinem Leben gehört habe und wahrscheinlich auch hören werde. Und warum er trotzdem ein bisschen cool ist, werde ich euch auch gleich erklären. Ich versuche jede Woche neue Künstler zu finden und letzte Woche ist mir etwas gelungen, was etwas Sensationelles darstellt. Ich habe den Song Who I Smoke gefunden von Spinner Benz, Young and Ace, Fast Money Goon und Whopper with the Chopper. Und diese vier Leute sind so krass drauf. Aber was ist denn eigentlich passiert? Soweit ich weiß, sind die vier Leute in einem kleinen Gangstreit unterwegs. Und genau diese vier prahlen auch damit mit den Leuten, die sie entweder halt wehgetan oder sogar umgebracht haben. Klingt vielleicht nach einem normalen Hip-Hop-Track, aber das Instrumental ist basierend auf einem Sample von Vanessa Carlton, A Thousand Miles. Wer Vanessa Carltons A Thousand Miles nicht kennt, du kennst den Song. Du kennst bloß nicht den Namen nicht oder den Künstler, aber du kennst diesen Song. Garantiert. Und es ist so krass für mich, andere Leute so von einer anderen Gang auf den Sack zu gehen mit so einem Sample. Ich lache übrigens nicht, weil das alles passiert ist. Ich lache definitiv einfach nur über die Aktion an sich, weil sie so fucking krass ist. Steigen wir gleich in den Song ein. Ihr werdet es selber sehen. Ist das real life? Wir fangen mit einer Drohung an. Der ganze Track ist voll mit Drohungen an andere Leute und quasi auch den Stories, die sie damit verbinden, als sie Leute umgebracht haben. Ich kann mir nicht vorstellen, dass das ganz legal ist, was die machen, also dass die ihre eigene Story erzählen, wie sie Leute, umgebracht haben, wehgetan haben, was auch immer. Ich glaube, in ein paar Monaten wird das böse enden für die. Wir haben es ja schon gesehen bei Take-Case for Race, wir haben es gesehen bei Bobby Schmörders Song, den ich nicht nennen darf, weil ich weiß bin. Aber allgemein, einfach diese ganzen Lyrics sind so brutal. Es gibt viele Rapper da draußen, die das einfach so sagen. Das Paradebeispiel dafür für Rapper, die eigentlich ihre Lines nicht so meinen, ist zum Beispiel Lil Tecker. Der hat einfach nur Spaß, das ist ein kleines Kind gefühlt noch. Er ist eigentlich nur ein paar Jahre jünger als ich, aber trotzdem. Was ich damit meine ist, im Endeffekt, der hat einfach nur Spaß am Rappen. Der labert halt, dass er halt in dem und dem Auto fährt, obwohl er gar keinen Führerschein hat. I got two twin Glocks, turn you to a dancer. I don't have no straps for nobody. She know I got the funny Prado when I hit Milan. No, I've never been to Europe. Aber diese vier Leute, die meinen das todernst. Die meinen das todernst. Und das ist ja das Krasse. Das ist das übelst Krasse an der Sache. Weil, wie gesagt, die könnten in Schwierigkeiten geraten mit den Authorities. Und dass wir sowas wieder sehen nach den Take-K-Geschichten oder nach den Bobby Schmörder-Geschichten, ist schon eine krasse Sache. Sie snitchen sich im Endeffekt nur selbst. Und das, weil sie nur den anderen auf den Sack gehen wollen, auf einem Sample von Vanessa fucking Carlton. Ich kann mir beim besten Willen nicht vorstellen, dass Vanessa Carlton damit einverstanden ist. Der Song ist derzeit auf allen Streaming-Plattformen erhältlich, also irgendwie wird schon durchgekommen sein, deswegen wundert es mich umso mehr. Ich möchte auch ein bisschen sprechen über die Lines, die gleich kommen werden. Das sind Lines, die mir sehr im Kopf geblieben sind. Also 12 Paramedics, 12 aus dem Rettungsdienst, konnten den Mann, von dem er spricht, nicht safen. Man konnte ihm nicht das Leben retten. Und letzten Endes sagte er auch ganz klar, wer die Person sein soll. Ob das jetzt gerade so zählt als quasi Beteiligter an einem Mord oder so, ich weiß es nicht, weil ich weiß nicht, wie das Legal-System in Amerika aussieht. Ich weiß bloß, dass im Legal-System von Amerika es so geregelt ist, dass Rap-Lyrics dazu zählen, dass wenn man was sagt, was man gemacht hätte, was Kriminelles, dann zählt das auch definitiv als Aussage gegen sich selbst. Und deswegen ist dieser Track auch so krank und es ist auch nicht das einzige Mal, dass sie damit irgendwie prahlen, dass sie Leute umgebracht haben oder wehgetan haben. Es ist wirklich heavy, heavy stuff. Damn. Ich glaube,
glaube, ich werde immer wieder hier ein paar Lyrics einblenden lassen, weil ich selber kann nicht ganz übertragen, wie krass die Sache eigentlich ist, weil es wirklich im ganzen Song, es wird durch den ganzen Song gestreckt, was sie alles den Leuten angetan haben. Im Endeffekt ist das Storytelling auf die brutalste Art und Weise. Ich muss nochmal zurück zum Sample kommen, weil es ist wirklich krass, wie man den friedvollsten Song nehmen kann, ja, und den so krass aussehen lassen kann. Und ich glaube, das war halt einfach der Approach von der ganzen Sache. Was ist der friedvollste Song, den wir nehmen können zum Samplen und wie können wir den so violent wie möglich machen? Und das ist Disrespect. Das ist nur Disrespect. Nicht nur wegen dem Sample, auch wegen der Lines. Ganz klare Sache. Deutlicher geht's gar nicht. Deutlicher geht's wirklich nicht. Weil smoken im Endeffekt heißt im Amerikanischen, ein bisschen im Slang-mäßigen, heißt es mindestens anschießen, erschießen, töten, wehtun, was der Geier was, ja? Ungefähr in die Reihe, ja? Und einen Chorus zu machen mit wen habe ich umgebracht? Dede, wen habe ich umgebracht? Dede, wen habe ich wehgetan? Dede, ist wirklich heavy fucking stuff. Ich weiß, ich sag's oft genug schon, aber ich muss es deutlich machen, wie krank die Scheiße eigentlich ist. Ich kann übrigens nicht sagen, wer ist von den ganzen. Ich weiß nicht, wer die Hook gesungen hat. Ich weiß nicht, wer die erste Strophe gemacht hat. Ich habe keinen Plan. Aber was ich einfach sagen kann, ist, dass alle vier sind da genauso beteiligt, sind da genauso mit drin. Aber man muss sie auch definitiv loben für jetzt den Aspekt von einem Song an sich. Die haben Charisma, die haben absolut geile Storytelling-Punkte. Nicht im Endeffekt, dass sie es gemacht haben, sondern wie sie es rüberbringen. Sie meinen es, wie es ist. Wie schon vorhin gesagt, der Beat ist krass. Der Beat ist wirklich krass. Der Producer hat wirklich das Sample sehr gut geflippt. Und wer auch immer den Chorus gesungen hat, hat auch für den viralsten Moment gesorgt. Das ist auch Marketing wie nochmal was. Ja, das ist wirklich, wirklich Marketing. So krass wie die Sache ist, man kann diese ernste Sache nehmen und kann es total vermarkten. Das Krasse ist ja auch eigentlich immer, es gibt Leute, die hören nicht auf die Lyrics und werden kein Problem haben, diesen Song anzuhören. Ich bin auch jemand, ich könnte manchmal die Lyrics ignorieren. Aber wenn ich jetzt hier dieses Video mache, dann werde ich diesen Song wahrscheinlich nicht mehr so sehen wie früher. Weil ganz ehrlich, beim ersten Mal, wo ich den Track gehört habe, dachte ich mir, wow, das ist ein cooler Song an sich, aber what the fuck. Und jetzt mittlerweile beim 5. Mal, 8. Mal, da sitzt es schon drin. Alter, das ist echt heavy stuff. Das ist wirklich heavy, heavy stuff. Weil das hat auch gar nichts mehr mit Diss-Tracks zu tun irgendwie. Es ist definitiv ein Diss-Track, versteht mich nicht falsch. Aber die Art und Weise, wie man das angeht, ist so respektlos. Natürlich gibt es keine Regeln bei Dissen oder bei Battle Rap oder sonst was, aber irgendwo ist die Line einfach, ist da, irgendwann crossed man die Line. Versteht mich nicht falsch, es ist ein guter Song, aber das Ganze überschattet einfach komplett alles. Er ist übrigens der Beste von allen vieren. Also er ist wirklich für mich, für meinen Begriff, einer der Besseren auf dem Track. Weil, wie gesagt, ich kenne die vier nicht und ich glaube auch nicht, dass die vier so super bekannt bis zu dem Zeitpunkt waren. Das ist definitiv für alle vier der höchste Punkt, auf dem sie je in ihrer Karriere waren. Von dem her hat es sich leider für sie gelohnt. Oh, shit. Und das war's auch schon. Das ist ein sehr kurzer Song, 2 Minuten 14 Sekunden. Man kann nicht so viel sagen, besonders jetzt in meiner Rolle, wo ich jetzt nicht alle Details kenne und deswegen auch nicht irgendwie heftig ins Spekulieren anfangen möchte. Weil es ja mittlerweile die zweite Recording ist, habe ich mir mittlerweile ein paar andere Reactions zu dem Ganzen angeschaut. Und ich sehe, dass sehr oft Leute sich nicht ganz im Klaren sind, was da gerade los ist. Weil die finden den Fakt eher lustig, dass Vanessa Carltons A Thousand Miles Sample hier benutzt wurde, als Alter, die droppen Lines und erzählen wirklich heavy stuff darüber, wie sie Menschen umbringen. Weil ich persönlich denke, beide Aspekte von der ganzen Sache sind hier wichtig. Und ich bin mir ziemlich sicher, die können doch nicht damit davonkommen. Das geht nicht.
Besonders nicht im US-Legal-System. Das kann ich mir beim besten Willen nicht vorstellen. Die Prognose würde ich wenigstens machen, weil TK kam nicht davon und Bobby Schmörder kam auch nicht davon. Ich kann es mir eigentlich nicht vorstellen, weil die Stories sind klar genug. Aber hey, was weiß ich schon, ich bin bloß Deutscher und kein Amerikaner. Insgesamt soll es das aber schon wieder gewesen sein. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Ich hoffe, es war ein bisschen informativ genug. Und ich hoffe, wir sehen uns auch im nächsten Video wieder. Bis dahin, lasst es euch gut gehen und ciao.